raus, musste mal gucken. Da sitzt einer und frisst wieder mal. Siehst du den? Ganz geradeaus. Muss da erst ranschleichen, ob wir den erwischen können. Das weiß ich nicht. Guck dir das an. Der frisst ja Steine. Hallo? Hallo Sie? Na toll. Es tut mir ja leid. Ich kann ihn ja blocken. Zack. Den Kopf brauchen wir immer gerne wieder. Ist ja das... Oh nee, doch. Da rollt er. Okay. Können wir doch nur einen Kopf tragen. Schade auch. Ja, hallo und herzlich willkommen erstmal zurück zum Let's Play The Foresto. Und, welche Überraschung? Er rollt und rollt und rollt. Kann er mit Fußball spielen? Oh ja, Tatsache. Oder auch nicht. Tor! Tor! DFB-Pokal hat ja wieder angefangen, von daher. Geht denn hier los? Was ist denn das? Auch nicht, das haben wir noch gar nicht gesehen. Okay. Ja, was haben wir auf dem Zettel heute? Wir wollen natürlich, ich glaube, ich bin hier wieder am Strand. Oh, guck mal, Futti. Futti von Mutti. Wie geil ist das denn? Nee, ich glaube, ich bin ja wieder am Strand, wo wir letzte Folge gestartet sind. Letzte Folge, vorletzte Folge? Ey. Ich will doch nur futtern. Hunger. Glaubst du, du kannst ja mal futtern, Alter? So. Mein Magen mal ein bisschen vollhauen. Denn... Wir haben nach wie vor das große Problem, dass wir keinen Unterschlupf haben. Ich kann mir nicht helfen, aber ich komme immer wieder hier an diese Stelle. Ich weiß nicht, wieso. Oh. Wo ist er? Ah, hallo! Ja, ja, ist er gut, ist er gut, ist er gut, ist er gut. Beruhig dich, Alter, beruhig dich. Ich haue ja schon ab. Kannst du mich mal bitte kreuzweise an der Pupe schmatzen? Wo denn jetzt schon wieder? Ja, ich hau doch ab. Ich kann nur im Moment nicht so schnell. Ich gehe ja schon. Ja, jetzt sind wir wieder hier am Lagerfeuer, das ich vor, also ein, zwei, drei Folgen gelegt habe. Da machen wir, glaube ich, wieder an, weil damit können wir, glaube ich, ganz gut klarkommen, denn es wird schon wieder dunkel, so eine Schund. Eigengrütze. Tolle Wurst. Und nu? Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte da eigentlich irgendwo was Schönes gebaut haben. Aber wird nicht. Das wird nicht, das wird nicht. Schon wieder. Mal. Ein Leffenschicker Stein. Der ist ja cool. Wild gewordenes Karnickel. Ja, da drüben sind sie. Oder waren sie zumindest. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt dann nochmal herkommen. Aber irgendwie riecht das Spiel immer, wo ich gerade bin. Tja, was machen wir? Wir brauchen Futtern. Wir haben hier ein Lagerfeuer. Wir müssen so nichts weiter craften. Wir haben einen Stein. Mit dem wir noch irgendwas werfen können. Wonach können wir danach mal werfen? Ach, gucke. Da flucht der Vogel. Geht nicht weiter da, ne?
die Map zu Ende. Gucke mal, schau. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier und machen Feuer. Das kleine Feuer. Ist, glaube ich, schon bald ausgebrannt hier, ey. Wenn man das so sieht. Geht die Sonne da unter? Ist natürlich alles scheiße, ne? Mond geht auf. Nee, es ist auch zu spät, um noch irgendwo hinzulaufen. Das finde ich blöd. Na gut, dann komm. Legen wir uns da was zu futtern drauf. Nehmen wir Fisch. Lass uns mal einen Hasen nehmen hier. Nee, komm. Olles Kanickel. Olles Kanickel, siehst du, jetzt sieht's auch gleich wieder ganz schick romantisch aus. Der Mond geht auf bei Sternenhimmel. Die Axt ragt ins Bild. Unter dem zarten Schein des Feuers. Und die Nachbarn bleiben weg. Das Boot ist erleuchtet. Also doch einer zu Hause. Auch hübsch. So, geschmeckt hat da der Hasenbraten. Und das war noch nicht mal ein falscher Hase, das war ein richtiger Hase. Was ist das hier eigentlich? Was soll das sein? Ich kenne das nicht. Was soll das sein? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der Feind kommt! So, der knallt bestimmt gleich irgendwo gegen, so pock. Jetzt fliegt er zurück, da war ein Fenster, ein unsichtbares. Nochmal, pock. Kommt er wieder. Hier latscht doch irgendeiner lang. Okay, es hörte sich gerade so an, als ob hier irgendeiner dumm lang latscht. Ja, wir müssen uns mal einen kleinen Plan schmieden hier. Wo bauen wir denn? Ich weiß wirklich nicht, wo wir bauen sollen. Ich glaube, ich laufe einfach drauf los und suche mir irgendein Dorf oder so. Nehme mir von da eine Hütte und baue die ein. Wäre auch eine Maßnahme. Könnte man auch machen. Aber dazu müssen wir erst abwarten, dass es Tag wird. Natürlich auch blöd jetzt für euch hier die Folge abzuwarten. Ne? Gut, ich glaube, ich mache hier mal einen Cut. Ich mache hier einen Schnitt. Und wenn es dann Tag ist... Genau. Vielen Dank. Wenn es dann Tag ist, dann kommen wir wieder und lade ich euch wieder ein und machen von da aus weiter. Ne? Alles klar, bis gleich. Ciao. So, die schwarze Sonne geht wieder auf. Wir haben den Cut gemacht, sind wieder da und ich glaube, dann eiern wir mal los. Es kam natürlich in der Wartezeit hier... Kam natürlich die Kollegas, wie jetzt er da eben. Ich musste mich mal ganz schnell verpieseln, weil ich habe mich so ein bisschen... erschrecktet, so wie er sich jetzt hier gerade auch, weil er sich wohl denkt, oh, da ist ja einer. Da läuft er. Lauf, Forrest, lauft. Ach, jetzt weiß ich, warum Forrest. Forrest Gump. So, die Gunst der Stunde nutzen wir natürlich auch mal und hauen hier gleich sofort mal ab. So, hier ist dieser komische Baum, von dem immer alle sprechen, den man natürlich nicht fällen kann. Kann man denn da wenigstens hochklettern oder so? Das wäre natürlich genial. Nee, kannst du nicht. Kannst nirgendwo hoch. Schade auch. Der ist nämlich schön gewachsen. Da kann man eine schöne Burg drauf bauen. Ich vermute mal, dass da oben noch irgendwelche Läger hinkommen. Lager hinkommen. Von den Eingeborenen hier. Dass die dann eben, weil sie sich ja auch über die Bäume fortbewegen. Das ist jetzt mal so meine Vermutung, dass es da in diese Richtung weitergeht. Oh, Pilze. Komm, Frühstück. Zack. Zack, zack. Hier liegt auch einer rum, der schläft noch.
Na. Gib mir doch ein bisschen Frühstück hier. Pizza. So, wo bauen? Das ist jetzt die Frage und das Ziel. Alter. Dieser Session. Hier ist zwar ein lustiger See. Ist auch schön, dass du hier so eine tolle Musik machst, aber auch so ein Geplänkel. Da habe ich natürlich keinen Bock. Ich brauche hier nichts, was hier andauernd irgendwelche Musik spielt. Also ich möchte schon so ein bisschen Waldatmosphäre haben. Kackende Tiere, pinkende Vögel, schreiende Tauben, weil sie sich so schwer verstehen, deswegen sind sie auch taub. So, erstmal die andere Axt hier einmal lang eiern. Ein paar Blätter einsammeln. Ich hoffe, das macht man damit. Keine Ahnung, ich mach das einfach mal immer. Einfach aus Reflex. Ich renne jetzt hier einfach erstmal durch den Wald, weißt du? Durch den Wald. So, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Eisenbahnschiene ist hier. Bushaltestelle. Aha, alles klar, alles klar, alles klar. Lalleluja. Ja, ist ja gut. Er schnauft aber schnell. Hauptsache weg von der Küste, weil ich vermute mal, dass wir eh nicht gerettet werden, zumindest nicht in der Alpha-Version. Laut Spielstand oder Anzeige vom Spiel, Ansage vom Spiel, dauert es noch ungefähr 9 Tage bis zum nächsten Update. Und dann können wir wieder von vorne anfangen. Und bis dahin möchte ich eigentlich so eine kleine Base mehr errichten. So ein Hometown oder so. Oh, Hallöchen. Wo sind wir denn hier? Bei Lurchi im Hause. Ein Seilama. Ist ja das, was wir suchen. Was ist das? Was haben eigentlich diese Computerteile da mit sich? Diese Flugzeugteile. Aha. Dünner Ast. Also dieser Lichteffekt, der ist natürlich schon Porno, ne? Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Macht nichts, hat noch die Quittung. Nicht schlimm. Komm her, du Alter. Kanarie. Arschloch. Lurchi. Hallo, Lurchi. Komm, ich nehme dich mit. Ich hab dich doch so lieb. Okay. Okay, okay, okay. So. Auch hier haben wir unsere Ration Seile abgeholt. Möchte ich gerne nochmal schauen. Ach, gucke, dich nehmen wir auch noch mit. Zack. Für unseren kleinen Kräutergarten. Wenn wir uns denn mal irgendwann einen bauen sollten. Cool. Hier gibt es ja richtig Ration. Jo. Ja, wo? Ey, das ist so scheiße ausfindig zu machen. So blöd. Oh, das ist noch ein Dorf. Aber ein großes Dorf. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Hallo, jemand zu Hause? Ich sage, jemand zu Hause? Hallöchen. Und hier da. Was geht denn hier? Ach, hier ist der Eingang zur Höhle.
Der ist ja cool. Wenn du da runterspringst, bist du tot. Okay. Da, der Arme. Soll seine Tennisbälle fressen? Der tut mir aber leid. Was war das? Oh, hier, diese Naiko schmeckt. Diese Naiko schmeckt. Oh, was haben die denn gemacht? Die haben ja komische Sachen. Das weiß ich nicht. Kann ich denn... ich das hier reinschmeiße? Passiert nichts. Der fällt noch nicht mal durch. Ist ja doof. Aber hier nehme ich dann doch lieber die größere Axt. Da habe ich, glaube ich, mehr von. Guck mal hier, die hängen hier so ein bisschen rum. Und ein Seil haben wir. Okay. Chillen so ein bisschen. Kommt hier wieder diese fürchterliche, nervige Mucke. Auch noch ein Seil. Fuck, komme ich hier hoch? Ich glaube, jetzt habe ich mich hier gerade selber ins Aus katapultiert. Scheiße. Wo ist er? Jetzt haben wir zumindest mal so ein bisschen Aussicht. Oh, diese Mucke, ne? Die ist so nervtötend. Das geht dann auch richtig runter. Okay. Aber der scheint weg zu sein. Vor allem, die hört auch nicht auf, die Mucke, ne? Die ist ja so nervtötend. Ne, der scheint weg zu sein. Wo auch immer hin. Ich habe keine Ahnung. Weg ist er. Weg! Weg! Dann gehen wir auch wieder runter. Oh, da ist er. Ich hab dich! Hi! Na, Knaller? Oh, was ist da hinten los? Oh. Ja, komm doch. Du bist so dämlich. Du bist einfach nur zu dämlich. Du hast Mundgeruch. Pass auf, du Möwe. Flieg mir hier nicht vor die Flinte. Oh, jetzt kommt er. Ich hoffe, hier kommt jetzt hinter mir keiner weiter. Bist du alleine? Ich hoffe, ne? Komm mal her. So, ich hoffe, hier war jetzt kein anderer mit dabei. Denn ich mache jetzt mal einen flotten Schuh hier. Na, Gott sei Dank ist jetzt Ruhe, Alter Schwede. Oh, danke. Was ist das? Ah, ein Stein. Stein auf dem Handtuch. Schere, Stein, Papier. Oh, danke. Für euren Kräutergarten. Kräuter müssen rein. Ich glaube, ich bin jetzt mal echt Schwein. Alter, wie weit geht denn das noch hier runter? Geht das noch weiter? Ne, hier ist ein Abgrund. Ja, dann weiß ich ja schon, welche Hütte mir gehört. Doch, sieht gut aus. Sieht gut aus. Doch. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Pass mal auf, bevor sie kommen, machen wir hier erstmal ein Custom Building und dann setze ich mir hier erstmal eine Tür. Eine Tür. Eine Tür.
eine Tür. Hätte noch ein bisschen nach rechts gekonnt, ne? So, ach, dann nehmen wir die nochmal weg, setzen da eine neue hin. So sieht's dann besser aus. Dann machen wir hier eine Wand. Klick. Und machen da auch noch eine Wand. Und dann gehen wir Bäume fällen. Zack. Ein bisschen dicht drin, oder? Ja, die sind ein bisschen dicht. Komm mal her. Da müssen wir noch mal ein bisschen ausbessern. Das ist noch nicht genug. Das finde ich ganz cool, dass man das wieder wegnehmen kann. Das ist geiler. Doch, das finde ich etwas besser. Ich hoffe, jetzt kommen hier die Viecher nicht. Jetzt haben sie natürlich hier hinten drin Platz, ne, wo sie durch können. Pass mal auf. Was machen wir jetzt? Oh, Luchi. Oh, scheiße. Warte mal. Zack, dich setzen wir mal so hin. Natürlich viel zu weit rein. Sollte aber funktionieren. So. Dann gehen wir hier mit dem Häusle. Ist natürlich schief. Auch scheiße. Töd. Hast du gehört? War ein Auto. Natürlich auch scheiße. Das ist ja schief. Na super. Was geht denn hier? Och Mann, oh. Jetzt will das blöde Ding nicht. Ich glaube, wir sind jetzt hier gerade fett in Überlänge. Aber es ist mir im Moment etwas egal. Dafür haben wir das Video diesmal geschnitten und das, gleich mal jetzt einfach nochmal wieder aus, indem wir mal ein bisschen länger machen. Zack. Das ist jetzt besser. Das ist perfekto. Zack. Zack. Siehst du, jetzt haben wir das so, wie wir es wollen. Genau. So, dann gehen wir nochmal ein bisschen Baum fällen. Oh, meine Kraft lässt nach. Ich glaube, ich sollte gleich erst nochmal was futtern, wo wir gerade bei Futtern sind. Hier ist Onkel Lurch. Hallo. Ich schlage nicht mehr. Warum? Weil der Lurch jetzt weg ist. Ja, toll. Super. Voll den Fehler eben gehabt. Lief nicht. Läuft. Nicht. Juti. Ich habe mitgekriegt, man kann die Pfeilrichtung der Bäume beeinflussen. Denn dann muss man nachher nicht so weit laufen, um die Baumstämme einzusammeln. Luchi. So. Dazu nehme ich dann aber doch besser wieder die etwas größere Axt. Sage zu dir erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dort fällen wir weiter mit Bäume und machen die Hütte fertig. Bis dahin, danke, ciao! Immer noch kein Eigenheim gefunden, aber dafür ein paar Kannibalen geärgert. Das fand ich eigentlich ganz cool, auch als er da gefressen hat. Das war eigentlich ganz kultig. Naja, jetzt sitzen wir in einem riesen Dorf, in dieser riesen Stadt und ärgern die so ein bisschen, indem wir uns einfach mal so ein Haus snacken. Mal gucken, wie die drauf reagieren. Da bin ich echt mal sehr gespannt drauf. Nächste Folge baue ich es fertig, hoffe ich, und auch ungestört, hoffe ich mal. Und Schlafplatz im Dorf ist, glaube ich, nie verkehrt. So können wir auf jeden Fall häufiger da mal uns verkrümeln, wenn wir dann noch ein paar Seile einsammeln. Ich bin mal gespannt. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.